Wanda auf der Couch. Ja, Blackie ist halt der Kleinwüchsige. Der ist auch sehr bekannt. Ein sehr guter Ninja Gaiden. Achso, der auf der rechten Seite. Ja, ein sehr guter Ninja Gaiden Runner. Und ich glaube sogar Teil des Komitees, der die Speedruns auswählt. Ah, okay. So, Crime Contrast ist im Prinzip wie Mega Man. Und das Spiel ist witzig. Also es gibt halt sehr viele Skips und Glitches, aber das werdet ihr gerade mal sehen. Hauptsächlich, also es gibt hier sehr schnelles Menuing, so schnell, dass ich selber nicht ganz weiß, wie gerade was heißt. Hauptsächlich benutzt er halt wirklich diesen Besen, der halt temporäre Plattformen erzeugt. Und Bärenboss, bei mir im Zimmer sind es gerade minus 5 Grad Celsius, dann mach die Heizung an. Aber sowas hält wenigstens munter, muss man dazu sagen. Ja. Und ich so, und wir versuchen natürlich, uns nicht allzu sehr mit Feinden aufzuhalten, weil das kostet natürlich Zeit, aber ab und zu, ja, müssen wir halt auf sie schießen. So, Stage 1, 2. Ja, tatsächlich kenne ich das Spiel aber so überhaupt nicht. Also die meisten habe ich zumindest mal irgendwo gesehen, aber das so gar nicht. Old Knacker, ich wollte Doom sehen, wollte Doom auch sehen, scheiß Schlaf. Wir werden da heute noch das VOD erstellen, keine Sorge. Und gerade... Rein von... Ich wollte gerade fragen, rein von den Strats, du sagst ja schon, das hat halt so ein bisschen was von Mega Man. Ich denke mal, rein von Strats her wird sich das auch nicht großartig vom Mega Man-Spielen unterscheiden. Sei vorsichtig. Du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein. Noch ist es nicht so weit, aber später wird dir der Mund aufbleiben. Das garantiere ich dir. Weil das Spiel ist... Ja, bislang wurden wir, also die vorherigen Runs waren glitchless. Das ist glitch. Also das ist wirklich glitched. Da bin ich dann mal gespannt. So, Stage 1, 3. Wir wählen wieder den Besen aus. Besen, seid's gewesen, seid nun mal Zauberwesen. Oh. Ja, sorry, das sind einfach Sachen, die mir random durch den Kopf spuken. Wir arbeiten hier teilweise sehr viel mit einem Damage Boost. Und ja, er hatte eben gehofft, dass er einen Health Drop kriegt. Aber no such luck. Sind die Stacheln hier auch Insta-Death, so wie bei Mega Man? Nein. Ah, okay. Hi, Tiger. Hallo. Ah, da hat er jetzt das extra Leben aufgesammelt, was vermutlich nicht verkehrt ist. Ah, er hat Lebensenergie gekriegt. Sehr schön. So, jetzt wählen wir Feuer aus. Weil jetzt kommt der Bosskampf. Der Gegner bewegt sich halt ständig hin und her und ist halt in dieser Strahlenform unverwundbar. Aber sobald er halt eine feste Gestalt angenommen hat, kann man auf ihn, ja, im wahrsten Sinne des Wortes feuern. Wir haben jetzt eben die Feuerattacke aufgeladen. 2.8, 5.7, right? Und Feuer. Problem ist, man sieht jetzt nicht wirklich, wie das mit dem Boss aussieht, weil er keine Lebensenergie hat, keine Lebensenergieleiste hat, aber da ist er erledigt. Nice. Also habe ich mich eben geirrt, man kann ihn doch in der Strahlenform beschädigen. Komm noch. Achso, nee, okay. So, eine Eisfeld. Das war eine Schedule-Frage. Und eine Rutschphysik, yeah! Oh Gott. Hilfe, ich mag nicht mehr. Weil wir hatten ein paar Spiele, wo wir eine Eisfeld hatten, wo keine Rutschphysik war. Ah, okay. Er hatte eben auch gesagt, und das finde ich ganz interessant,
Es ist schneller, einfach übers Eis zu rutschen, als ganz normal zu laufen. Wahrscheinlich, weil, ja, weil durch dieses Momentum aufbauen. So, halt und da sind wir in der Wand. Und sippen! Willkommen, okay, bei The Crying Conquest. Wir werden diese Methode des Glitchens noch des Öfteren sehen. Bereitet euch darauf vor, eure Unterkiefer aufzusammeln. Wir übernehmen keine Garantie für irgendwelche Schäden an den an Körperteilen. Genau. Wir haben auch einen Deal mit den Zahnärzten Deutschlands. Also, Moment. Und man hat eben gesehen, er hat sich in die Wand gelitscht nach oben und ist dann unten wieder rausgekommen. Mhm. Ah, da hat er den Besen ein bisschen zu weit nach oben gebracht, sodass er da nicht mehr raufspringen konnte. Ja. Und musste ihn kurz abwählen und wieder anwählen, damit der Besen, ja, den er da gesetzt hat, halt verschwindet. Und das ist nicht das einzige Mal, dass wir diesen Glitch sehen. Weiter sippen und wieder unten rauskommen. Wow. Auch was jetzt interessant ist, man hat gesehen, er ist auf die Stacheln runtergeknallt, aber kurz bevor er aufgekommen ist, hat er halt das Menü aufgewählt und was ausgewählt und in diesem einen Frame konnte er einen Doppeljump, nochmal springen und konnte dadurch halt, okay, wir sippen, wir glitschen uns ein bisschen die Wand hoch und können dadurch halt elegant auf diese Sirene, auf dieses Alarmsignal feuern. Da hat er es gesagt, weg, weg, weg. Ja. Genau. This is still World 2, so you are still able to zip. This one, you can. Megaman-Schwester, wenn sie eine Hexe ist, dann ist Megaman. Ja. So, okay. Und wieder zippen nach rechts, weil wir es können. Interessanter Side-Fact, dadurch sind auch alle Feinde despawned. Oh, okay. Also das Spiel ist schon leicht broken. Auch nur leicht. Übrigens, er ist auch, ich hatte jetzt das VR-Command mal nochmal aufgerufen. Mhm. Der Runner selber, also Bad Breaks, ist halt auch der Weltrekordhalter mit 15 Minuten 20. Ja. Just being able to skip them is hugely beneficial. All right. You can do a zip here, but not. Dieser Balken da unten in der Mitte. Frag mich nicht, was das ist. So. Okay, das ist interessant. Im Weltrekord hat er sich in die Wand geglitscht und hat dadurch diesen Bosskampf umgangen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wieso er das nicht gemacht hat. Also wir bekämpfen den wieder mit Feuer. Und wir glitschen uns wieder in die Wand rein. Hm? Das ist anders als du das jetzt gesehen hattest im Weltrekord. Ja, definitiv. Beim Weltrekord-Run, der Runner hat sich in die Wand geglitscht und hat dadurch diesen Boss umgangen. Man hat halt wirklich nur noch gesehen, wie der Boss explodiert ist, ohne dass man wirklich gesehen hat, wie er aussah. Also das ist eigentlich langsamer, wenn ich das mit dem Weltrekord vergleiche. Vielleicht ist es irgendwie sicherer, vielleicht kann man. Ah, okay, das ist weg, sagt mir eben, sie haben das Incentive erreicht für den All Bosses Run und ich habe halt den Any Percent Run anguckt. Okay, das erklärt das natürlich. Ah, okay. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, sich auch darauf vorzubereiten, weil man nicht genau weiß, was kommt. Dokarios, der Balken unter in der Mitte ist der Ladebalken, wenn man eine Fähigkeit auflädt. Ähnlich ein Megabeam im Metroid. Danke, Dokarios. Und Souls-Fan, ich habe nicht durchgemacht, keine Sorge, ich habe geschlafen. 6,5 Stunden, glaube ich, hast du gesagt. Knapp 6 Stunden waren es insgesamt, die ich frei hatte. Und die habe ich auch hauptsächlich zum Schlafen genutzt. Hauptsächlich? Wie lange hast du denn wirklich geschlafen? Nee. 4 Stunden? Wir hatten über 4 Stunden auf alle Fälle. Also ich habe einen kompletten Schlafrhythmus hinter mir und das ist das Wichtige. Hm? Und wer war das jetzt? Artie McCloud? Trihex ist dieses Jahr leider nicht dabei. Trihex hat halt sich mit Golden Yoshi's Island beworben. Einem ROM-Hack, den er halt extra für NTTQ anfertigen hat lassen. Aber er wurde halt nicht akzeptiert und war danach halt eine Weile lang ziemlich butthurt und ist jetzt stattdessen auf die Computer Electronics System Messe oder was immer das auch war gegangen.
Ich meine, kann man irgendwo auch verstehen, aber andererseits wollte AGDQ halt in diesem Jahr mal nicht nur andere Spiele, sondern halt auch andere Runner zeigen, nicht immer diese in Anführungsstrichen üblichen Verdächtigen. Ja. Und sorry, wenn wir jetzt gerade nicht als sehr auf den Run eingehen. Im Prinzip gibt es momentan nicht viel zu sagen. Also man sieht halt, er ist jetzt unter Wasser, halt mit entsprechender Physik und muss halt regelmäßig kurz auftauchen, um Luft zu schnappen. Genau, die Luftanzeige sieht man da ganz links. Ja. Am linken Bildschirmrand, die linke der beiden. Neben der Nebensenergie. Genau. Und da wird es jetzt schon langsam ein bisschen eng, aber da hat er ja wieder so eine... Ja. Black Swirl, ja, das gibt es. Moment, ich schick dir das schnell. Oh. Und okay, Tiger war schneller. Bärenboss, du hast den Super Mario Sunshine Run verpasst. Der ist in der letzten Nacht geschehen. Oh. Aber der kommt natürlich als VOD jetzt die nächsten Tage noch. Ja. Also jetzt natürlich nicht allzu sehr spannend, wenn man halt die Glitches vorher gesehen hat. Er bewegt sich halt normal weiter, versucht halt die Feinde zu umgehen und benutzt halt sehr oft diesen Besen. Und natürlich diesen Glitch, dass halt im Sprung oder im Fallen das Menü aufruft und dadurch dann halt gleich wieder nochmal springen kann. Und Heinz Karl, bitte keine direkten Links reinschicken, sondern wenn dann das Command. Oder vorher fragen. Oder vorher fragen, genau. Ja. So, er versucht jetzt hier das... Okay, er hat es geschafft. Er muss halt versuchen, da wirklich hochzukommen. Und da kann er auch gleich wieder Sauerstoff auftanken, das ist gut. Oh, $800. Nice. So, okay, aber leider komplett ohne Kommentar. Ja. Ich schätze mal, wir werden wieder mit Feuer kämpfen. Wie gesagt, Heinz-Karl, wenn du den Link zum Schedule schicken willst, dann einfach über das Command, also Ausrufezeichen Schedule oder Sendeplan oder Programm. Dieser Boss ist wohl wirklich wieder zyklusbasierend, aber ich weiß jetzt nicht genau, was genau der Zyklus ist. Da, also wie gesagt, ich habe mich auf den 80%-Run vorbereitet, nicht auf den All-Bosses-Run. Dadurch kann ich jetzt halt zu den einzelnen Bossen nicht viel sagen. Den hätte man im Any% jetzt gar nicht gesehen, den Boss, ne? Den hätte er wahrscheinlich wieder irgendwie geskippt. Also, der Standard... Also bei dem Boss ist halt meistens der Standard, dass er sich vorher in die Wand glitscht und dadurch halt dann auch diese... Ja. Dadurch halt auch diese Bosse umgeht. Also man sieht dann halt meistens, wenn er das umgangen hat, wie sie explodieren. Bärenboss, das... Glitschen, ja! Okay. Und zwar glitschen wir nach ganz oben. Und jetzt glitschen wir gleich nach rechts. Noch nicht. Bärenboss, ich gehe gleich drauf ein. Ich will jetzt nur hier nicht unterbrechen. Und Broom. Metallios, nein, der Any%-Run steht nicht an. Ah, nice. Oh, okay. Einfach mal die Wand hochgeklitscht und wieder ein Teil des Spiels umgang. Es ist einfach genial. Er hatte gerade auch gesagt, man hat da ein 3-Frame-Zeitfenster. Ja. Also es ist ziemlich schwierig durchzuführen, aber er hat es geschafft. Also Metallios, der Any%-Run kommt nicht. Es gab halt ein Incentive für den All-Bosses-Run. Oh, Moment. Okay. So. Kann ich ganz kurz auf das vom Bärenboss eingehen? Ja, okay, schieß los. Hm? Und zwar der Grund, dass die Runs, die du sehen willst, also wahrscheinlich auch die populären Runs, dass die mitten in der Nacht kommen, liegt einfach an der Zeitverschiebung. Bei denen ist es natürlich dann Primetime. Wenn es bei uns mitten in der Nacht ist, ist es bei denen halt abends. Und die haben ihre Top-Runs natürlich aus ihrer Sicht in die Primetime gelegt. Und für uns bedeutet das leider, dass das dann halt... ein paar Stunden später kommt. Ja, und Jinze Ace, bitte spoil nicht immer die ganzen Skips. Das Problem ist, wir
Es lässt sich nicht vermeiden, dass ich mit dem Commentary leicht vor dem Bild liege. Wir versuchen das natürlich immer zu refreshen, aber aufgrund der Art und Weise, wie wir restreamen, ist es halt leider so, dass Commentary und Run nicht immer ganz synchron sind. Es lässt sich leider nicht vermeiden, ich bitte dich zu entschuldigen. Es ist ein Problem, mit dem wir uns jetzt schon seit Jahren herumschlagen. Und es lässt sich, wie gesagt, nicht ganz vermeiden. But otherwise, there aren't too many setups you can do, and you kind of just have to hope for the best in terms of health drops. Ach so, das mit das von Metallius wurde ja schon geklärt, die Frage, ne? Ja. Okay. I mean, you saw that he's been intentionally taking a lot of damage throughout these stages, and so it can just help you a lot. So. Muss ich halt mal schlafen. Ja, du bist nicht der Einzige, der seinen Schlafrhythmus da anpasst oder wenig schläft. Da gibt's auch hier bei Germans sehr viele Leute. So, wir glitschen uns jetzt diese Wand hoch. Versuchen natürlich diese Stacheln zu vermeiden. Ah, das hat er jetzt nicht ganz geschafft. Das hat er jetzt nicht ganz geschafft. Er wollte auch natürlich wieder versuchen, diesen quasi Doppelsprung zu machen. Ja. Toonbeer 52, wenn die Veranstalter vielleicht mal einfach einen Greenfeed anbieten, dann wäre es doch einfacher. Das Problem ist, das ist einfacher gesagt als getan. Ich weiß nicht, der wievielte Marathon ist jetzt ist, den ich jetzt restreame. Oder immer. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wir einen Cleanfeed hatten, weil es einfach, ja, es gab immer wieder Probleme mit diesen Cleanfeeds. Und es ist für uns einfach einfacher, den Twitch-Stream zu nehmen und das zu restreamen. Wir hatten aber gestern oder vorgestern uns auch nochmal ein bisschen intensiver über das Thema unterhalten. Mhm. Und so langsam sollten sich die Mainstreams da tatsächlich Gedanken machen, weil halt diese Restreams immer mehr an Bedeutung ja. gewinnen. So, wir kämpfen ganz. Also der Bosskampf ist im Prinzip eigentlich ganz, ganz nett. Oder ganz einfach. Der Boss nennt sich übrigens Gwen Potato. Und wir haben halt diese zielsuchenden Geschosse, wie convenient, wie nützlich, und müssen einfach nur draufhalten. Und ihr seht, der schluckt einiges. Der ist nicht so einfach down zu kriegen. Gut, auch. Also jetzt darf er sich auch gerade keinen Fehler mehr erlauben. Ja, weil, der Boss ist down, Nice. Paulman, das ist vollkommen unterschiedlich. Einige arbeiten und nehmen sich dann natürlich umso weniger Commentaries. Andere können sich halt Urlaub nehmen. Oder bei denen passt es halt einfach. So, der nächste Boss, Rubot. Ihr seht, wir haben schon Fire und im Prinzip müssen wir einfach nur draufhalten. Es gibt einen Quick Kill eigentlich, aber den hat er jetzt noch nicht, hingekriegt. Ist das schon der finale Boss jetzt? Nein, nein, da kommt noch einer. Ach, okay. Da wird es tatsächlich ziemlich eng mit dem Estimate. Aber gut, wenn es ein paar Sekunden drüber ist, also ist jetzt natürlich auch nicht so schlimm. Eben hat er auch gesagt, es gibt einen Glitch, mit dem man halt den Boss one-cyclen könnte, aber das hat er eben nicht hingekriegt. So, das ist jetzt der Twin. Und wieder mit Feuer angreifen. Übrigens, das World Record oder das Weltrekord-Kommando stimmt jetzt natürlich nicht, weil sich das auf das Any% bezieht. Aber wir halt hier ganz kurzfristig All Bosses reinbekommen haben. So, der finale Bosskampf. Okay, das ist jetzt auch interessant. In dem Weltrekord-Run, den ich halt gesehen habe, hat er. Okay, jetzt hat er jetzt die zielsuchende Attacke ausgewählt. Ah, okay. Das war das, was er im Weltrekord-Run auch gemacht hat. Ja, also die die Schwachstelle ist halt weit oben am Körper, im Kopf des Bosses. Und, Ah, hier wird es schon wieder so eng. Wow, da hat er richtig Glück gehabt gerade. Und da ist er down. Nice. Wow. GG. Okay, da hat der Timer ganz kurz rumgesponnen. Der ist dann nochmal eine Sekunde weitergesprungen. Aber jetzt steht er.
Also eigentlich waren es so 19, 13, eventuell sogar 19, 12. Aber macht keinen Unterschied, weil Weltrekord liegt eh bei 15, 20. Und guten Morgen, Tai-Tai. Morgen. Und er liegt jetzt im Grunde fast 4 Minuten über dem Weltrekord. Ja. War nicht New als Team-Computer vorgesehen? Doch, aber ich komme jetzt einfach mal YOLO hier rein. Ach so. Und mache euch fertig. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ach so, okay. Und warte mal, irgendjemand hat. Dann, genau. Jin the Ace, du hast vollkommen recht, das Estimated. stimmt nicht, die Kategorie stimmt nicht, also sie waren einfach zu strack für das Layout anzupassen. Hast du vollkommen recht. Genau. Passiert. Aber er war sogar noch innerhalb des Estimates von Any Person, ne? Mhm. Ich denke mal, die haben das auch so angesetzt, dass er halt, falls das All Bosses als Incentive erreicht wird, dass sie das Estimate halt trotzdem noch einhalten können. Auch wenn es jetzt relativ knapp geworden ist, aber. Boah. Es hat ja alles gepasst. Stimmt, ich hatte eben auch gesagt, er ist 4 Minuten über dem Weltrekord, aber Weltrekord bezieht sich natürlich auf